Während der Papst Berlin besucht, tagt in Leipzig der Verdi-Bundeskongress. Auf der Tagesordnung stand die Beschäftigung bei kirchlichen Einrichtungen. Für die Abschaffung des wettbewerbsverzerrenden Selbstordnungsrechts der Kirchen setzt sich Georg Güttner-Meyer ein. Gerade die Diakonie tut sich darin hervor, den Wettbewerb über die Absenkung der Lohnkosten gewinnen zu wollen, um so die Marktanteile zu steigern. Dass dies natürlich auf Kosten der Beschäftigten geht, ist klar, und dass diese sich zur Wehr setzen, ist auch klar. Und wir als Verdi gehen mit ihnen an die Spitze im Kampf um gerechte Löhne auch in der Diakonie. Die 1000 Delegierten stimmten einhellig für den Arbeitskampf in den kirchlichen Einrichtungen. Bei der Diakonie wird es bundesweit Aktionen geben. Kirchen werden nervös und nervöser. Wir haben die Situation, dass der Arbeitgeberverband in der Diakonie schon aus der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände ausgeschieden ist, um sich so möglichst weniger angreifbar für Verdi zu machen. Aber das wird ihm nicht gelingen. Wir werden ihn kriegen. Bei dem einwöchigen Kongress wurde über die Gewerkschaftsarbeit der kommenden Jahre beraten. Eine zentrale Forderung ist der Wandel von der Industriepolitik zu einer Dienstleistungspolitik. Wir erleben im Moment die Situation, dass gerade im Dienstleistungssektor ungeheuer viel Konkurrenz über Dumpinglöhne betrieben wird. Und hier ist es unser erklärtes Ziel, im Dienstleistungssektor Grenzen zu ziehen durch gesetzliche Mindestlöhne, um für alle ein auskömmliches Einkommen zu schaffen. Wir brauchen eine soziale Anerkennung aller Berufe im Dienstleistungsbereich. Ich habe schon aufgenommen, neben Vorträgen von Experten diskutierten auch Spitzenpolitiker über die Dienstleistungsgesellschaft der Zukunft und die dafür nötigen Rahmenbedingungen. Insgesamt war der Verdi-Bundeskongress 2011 von konstruktivem Austausch geprägt. Die Gewerkschaft demonstrierte Einheit und sieht sich gewappnet für die kommenden Arbeitskämpfe.